Moin Freunde, wir haben euch ja versprochen, dass wir euch vor der Ernte mal noch den neuen Mähdrescher vorstellen wollen. Hallo. Spaß beiseite. Also, wir haben euch ja versprochen, dass wir noch ein Walkaround oder eine kleine Vorstellung machen vom Mähdrescher. Wie man sehen kann, Glas Lexion 405. Und ja, viele von euch fragen sich vielleicht, warum wir den jetzt auf einmal gekauft haben. Und es gab ja auch schon einige Kommentare, die ganz traurig um den Fortschritt gingen, ja, warum wir das schöne exotische Teil denn verkauft haben. Und ja, die Maschine haben wir eigentlich spontan gekauft, letztes Jahr nach der Ernte. Und zwar hat ein Freund von mir, mit dem ich studiert habe, hat die Maschine die ganzen Jahre gefahren. Und nach der Ernte habe ich ihn einfach mal gefragt, wie es denn ausschaut, wie lange sie den Mähdrescher noch fahren wollen. Da hat er gemeint, sie verkaufen den. Und dann sind wir direkt hingefahren, haben uns die Maschine angeschaut und hat uns zugesagt und so, ja, eigentlich zu den Vorstellungen, die wir so hatten, gepasst. Und ja, dann haben wir uns spontan dazu entschieden, die Maschine zu kaufen. Also wir hatten schon ein paar Jahre ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht mal einen anderen Mähdrescher kaufen, ein bisschen was Moderneres, ein klein bisschen größer vielleicht. Und ich meine, der 405er ist ja nicht die größte Maschine, war der kleinste Lexion, den es gab. Und das passt eigentlich so zu der Fläche, die wir dreschen und ja, ist natürlich auch schon 20 Jahre alt. Aber ja, wir haben jetzt schon Wintergerste gedroschen, haben wir euch zwar nicht mitgenommen, aber wir wollten einfach erstmal schauen, dass die Maschine läuft, uns ein bisschen dran gewöhnen und dann kommen später, denke ich, noch ein paar Videos dazu. Und in der Wintergerste hat schon mal ganz gut funktioniert. Push-Ergebnis ist sauber, das Einstellen hat ein bisschen gedauert, weil die Körner so leicht waren, weil die Gerste nicht so viel Wasser gekriegt hat dieses Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, führt Dominik euch jetzt mal ein bisschen um die Maschine. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich wie immer fleißig in die Kommentare schreiben. So, ich will euch jetzt auch nochmal herzlich begrüßen zu diesem Video. Nochmal ein richtiges Hallo jetzt. Und ja, wie Lukas schon erwähnt hat, werde ich euch jetzt so ein bisschen mit Lukas zusammen um den Mähdrescher drumherum führen und ein paar Fakten nennen. Ja, wir hoffen, wir vergessen nichts. Und wie Lukas auch schon gesagt hat, falls noch irgendwelche Fragen offen bleiben, einfach schreiben und wir werden euch dann darauf antworten. Also wir fangen mal vorne an. Oder eher gesagt bei dem Typ, das ist ein Glas Lexion 405, hat 170 PS, 5 Schüttler und die Schneidwerksbreite ist 4,50 Meter. Ist jetzt kein riesiger Unterschied zum Fortschritt. Der hat 50 PS mehr, also der Fortschritt hatte 125. Dann haben wir ein Meter breiteres Schneidwerk, Fortschritt hatte 3,60 Meter, das hat jetzt 4,50 Meter. Ja, sonst ist es halt hauptsächlich in der Technik ein großer Unterschied zu erkennen. Also der Drescher hier ist von 97 und der Fortschritt war 89er Baujahr. Also das merkt man schon da, den Unterschied in der Technik. Und da hat sich auch vieles verbessert, wo wir jetzt schon in den ersten paar Hektar feststellen konnten. Und das können wir jetzt gleich mal zeigen, auch unter den Hauben. Also ich mache jetzt mal den Werkzeugkasten auf. Hier ist nämlich der Spezialschlüssel drin, das ist ein 7 Imbus Schlüssel, um die ganzen Hauben und Verkleidungen aufzumachen. Das hier ist schon mal super cool gemacht, da hat man einfach eine Klappe und man kommt da dann alles wirklich gut dran. Er ist deutlich übersichtlicher wie der Fortschritt, also man kommt an wirklich jedes Bauteil, an jeden Keilriemen, an jede Kette, an jeden Kettenspanner, überall kommt man gut dran. Also es macht dann auch schon wirklich Spaß, daran oder damit zu arbeiten, auch wenn wir hoffen, dass wir eher weniger Reparaturen damit haben. Ja, was wir jetzt schon gemacht haben, waren ein paar Lager ausgetauscht und halt die ganze Wartung mal durchgegangen, dass wir da mal reinkommen, wo muss gewartet werden, wo muss abgeschmiert werden, wo muss man immer danach schauen. Das ist halt immer so eine Gewöhnungssache, muss man sich erst ein bisschen reinarbeiten. Aber es hat echt gut geklappt soweit. Also beim Fortschritt war man ja noch sehr viel Handarbeit gewöhnt und man muss halt alles von Hand von außen verstellen. Das ist bei dem schon etwas anders. Hier zum Beispiel haben wir zwei Elektromotoren mit Bauzügen, die man dann von der Kabine aus verstellen kann für die Siebe. Und dann können wir uns auch mal die Siebe anschauen hier hinten. Die sehen echt noch sehr gut aus eigentlich. Was man auch grundsätzlich sagen kann, ist beim ganzen Drescher, der Materialunterschied zum Fortschritt ist halt schon teilweise sehr enorm. War auch immer eine andere Preisklasse und halt auch ja, ein anderes Baujahr. Beziehungsweise der Fortschritt kam halt auch immer noch aus der DDR, das merkt man schon. Also auf der Seite sehen wir jetzt hier einmal den Tank. Der ist hier unter der Verkleidung drunter, hier sind die Elevatoren, die beiden, um das ganze Getreide in den Korntank, ja, in den Korntank zu befördern. Hier haben wir den Dreschtrommelantrieb mit dem großen Keilriemen.
Hier unten drunter geht der Keilriemen dann zum Windkanal. Der ist dann hier versteckt hinter der Verkleidung. Kann man aber hier so ein bisschen reinschauen. Das war beim Fortschritt auch alles etwas offener und nicht so schön verkleidet. Da hatten wir zum Beispiel beim Fortschritt sehr viel Probleme am Schluss mit dem Windkanal wegen den Vibrationen. Und der hatte am Schluss auch etwas Unwucht. Da haben wir jedes Jahr was nachschweißen müssen. Das hat alles nicht mehr so gehalten, wie es halten sollte. Aber da hoffen wir jetzt, dass wir mit dem Drescher etwas mehr Erfolg haben, beziehungsweise sind sehr zuversichtlich. Gut, ich würde sagen, wir können auch mal auf den Drescher drauf gehen, oben drauf. Das ist hier ganz cool gemacht mit der Leiter, die kann man einfach hoch und runter schieben. Das ist einfach ein ganz einfaches Patent. So, oben angekommen haben wir hier so einen schönen Laufsteg, wo wir rüberlaufen können zum Korntank. Und ja, der Korntank ist schön groß. Auf jeden Fall ein Stück größer wie der vom Fortschritt. 6000 Liter gehen da, glaube ich, rein. Und was man hier schon schön sehen kann, ist die Rutsche. Um die Probenentnahme zu machen, die kann man direkt neben dem Einstieg zur Kabine, kann man eine Probenahme mit der Hand durchgreifen. Und die Rutsche ist dafür da, dass immer das Getreide, das eben gedroschen wurde, mit nachrutscht. Dass man nicht nur das Getreide unten im Eck liegen hat. Okay, kommen wir mal zum Motor. Das ist ein Perkins 6-Zylinder mit 6 Liter Hubraum. Ja, schnurrt schön, bringt die 170 PS, denke ich, ganz gut unten an. Was ja auch ganz cool gemacht ist, wir stehen ja hier gerade auf dem Steg. Hier kann man dann schön das Geländer wieder einklappen. Also dann kann man hier halt ganz easy einmal den Laufsteg hier hochklappen. Und dann kommt man halt auch wirklich wieder wunderbar an alle Bauteile dran. Kühlwasser, Ölstand überprüfen, Öl auffüllen. Keilriemen, Klimaanlage, Pumpe, Lichtmaschine, alles ist da super erreichbar. Also kommen wir noch zum Kühler, das ist auch eine ganz coole Sache, die wir beim Fortschritt nicht hatten. Der wird eben automatisch gereinigt, der wird immer so abgekehrt mit so, ja, ich sage jetzt mal kleinen Besen. Da hat man einfach nicht die Gefahr, dass er sich zufährt und warm wird. Das hatten wir beim Fortschritt des Öfteren mal. Ja, das ist auch wirklich ganz cool gemacht. So, jetzt kommen wir mal noch zum Schneidwerk. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist ein 4,50 Meter breites Schneidwerk, ein C450. Was halt bei dem ganz wichtig ist, wir können halt mit dem Schneidwerk jetzt einfach nicht mehr über die Straße fahren, deswegen muss es ab und ankuppeln, halt ziemlich schnell gehen. Und das klappt auch echt schon ganz gut. Ich finde, wenn man sich da mal so ein paar Punkte gemerkt hat, beziehungsweise sich da mal so ein bisschen rangetastet hat, wie das mit dem Abkuppeln auf dem Schneidwerkswagen funktioniert, geht das auch recht schnell. Also ich würde sagen, in 1 bis 2 Minuten ist das gemacht locker. Also zum Transport ist am Schneidwerk weiter nichts zu verändern, nur die Halmteiler sind einzuklappen. Mehr muss man eigentlich auch gar nicht machen. Sonst muss man halt nur passend auf den Schneidwerkswagen drauffahren, es draufsetzen, die Entriegelung vorne am Einzugskanal öffnen und das Schneidwerk ist ganz einfach hier mit zwei Bolzen oder mit einem Bolzen auf jeder Seite zu verriegeln. Das geht super einfach. Sonst haben wir halt hier die Zapfwelle hängen, die muss angekuppelt werden und hier kommt dann vom Mähdrescher die ganze Hydraulik und die Elektronik dran. Das ist ein Stecker, der wird so ein Schraubstecker, geht ganz easy drauf. Und dann war es das auch schon. Deswegen geht das eigentlich recht schnell. Wir können uns das Ganze jetzt aber nochmal am Mähdrescher vorne angucken. Warte mal gerade, ich lehne mal das da. So, hier sehen wir das jetzt nochmal genauer. Also im Prinzip muss man einfach darauf achten, dass man mit den beiden Punkten das Schneidwerk oben gut trifft in der Aufnahme. Dann rutscht das auch meistens schon ganz easy rein. Und hier kommt eben die Zapfwelle drauf. Und hier ist im Prinzip dieser Hydraulik- und Elektronikstecker. Der wird ganz easy hier drauf geschraubt. Und der wird dann hier einfach ans Schneidwerk angebracht und festgeschraubt. Und dann war es das im Prinzip schon. Mehr muss man gar nicht machen. Jo, von außen haben wir den Mähdrescher jetzt eigentlich schon ganz ausführlich mal gesehen. Jetzt gehen wir noch in die Kabine rein. Vorher noch kurzer Aufruf, schaut mal bei Aclipharma im Shop vorbei. Wir haben ja auch die coolen T-Shirts und ja, es gibt ein paar neue Designs, die sind eigentlich ziemlich cool. Werden wir uns auch bald noch ein paar T-Shirts bestellen. Und der 30.000 Abo Spezialcode für den 10% Rabatt ist auch noch gültig, könnt ihr dran denken. Bei eurer Bestellung kriegt ihr 10% Rabatt. Also PA30K war der Code und schaut bei Aclipharma mal, wie gesagt, im Shop vorbei, auf Instagram Aclipharma Clothing. Und ja, es sind auch schon ein paar neue Designs noch angekündigt
Und ja. So, dann gehen wir mal hoch. Ja, wie Domi schon gesagt hat, hier kann man eine Probe aus dem Tank entnehmen, einfach Hand rein, und wenn nichts drin ist, rieselt das Hand drauf. Hier kann man den Korntankdeckel öffnen und schließen. So, in der Kabine angekommen, sehen wir haben endlich einen Beifahrersitz. Das hatte der Fortschritt ja leider nicht. Hat man als Kind, wenn man klein war, immer bemängelt. Ansonsten ist das eine ziemlich aufgeräumte Sache. Hier auf dem Fahrerstand, hier hat man den Fahrhebel zum Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren. Der piept auch schön, wenn beim Rückwärtsfahren, wie so ein LKW. Ja, kann man hier die Schneidwerksbedienung auf dem Joystick machen, also hoch und runter, Autokontur, was dieser leider nicht hat, und die normale Auflagedruckregelung, Schneidwerk an und aus und die Haspel verstellen. Hier rechts hat man noch den Ganghebel für die drei Gänge, also drei für Straße und eins und zwei für auf dem Acker. Die Maschine hat den IMO-Bildschirm, also nicht den CEB, sondern IMO. Hier kann man dann die ganzen Parameter sehen, Geschwindigkeit, Tankinhalt, Verlustanzeige, Schneidwerkshöhe und die Infos hier unten. Man kann dann hier im Computer eine Fruchtart wählen, die man mähen will. Und eine Fruchtart wählen, die man mähen will. Dann werden die Siebe, der Spalt, die Drehzahl von Wind und Dreschtrommel automatisch eingestellt und man kann sich auch eigene Einstellungen programmieren. Ja, Korntankentleerung, alles hier aus der Kabine. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht und ein ziemlich krasser Sprung zum Fortschritt. Wenn man hier das Seitenfenster aufmacht, kann man sogar auf die Überkehrschnecke sehen. Das ist auch ziemlich gut. Dann weiß man immer, was da ankommt für die Untersiebeinstellung. Ja, Klimaanlage hat er hier endlich mal. Und wir haben hier auch schon eine Rückfahrkamera nachgerüstet, dass wir beim Schneidwerk an- und abkuppeln ein bisschen einfacher haben und dass man möglichst nirgendwo dagegen fährt. Das ist auch immer ganz wichtig, dass das alles möglich unbeschädigt bleibt. Er hat zwar schon ein paar Beulen, aber das ist natürlich nicht schlimm bei einer Maschine, die 20 Jahre alt ist. Nee, also das Fahren hier ist echt einfach und ganz intuitiv gelöst. Wir können ja auch mal einen Soundcheck machen mit der Maschine. Ja, hat eigentlich einen angenehmen Klang, der schnurrt gut. Wie gesagt, Sechszylindermotoren laufen ja schön ruhig. Hatte der Fortschritt ja auch schon. Genau, also wie man sehen kann, hier einfach per Joystick aufheben und senken. Und ja, man könnte auch noch Autokontur nachrüsten, also dass das Schneidwerk sich selber in der Höhe führt. Aber ja, wir haben ja nur 4,50 Meter, da ist das vielleicht nicht das allerwichtigste Feature. Da ist die Klimaanlage vielleicht das wichtigere Feature, weil hier die Kabine ist natürlich schön zu und man sitzt hier im Glashaus und dann wird das natürlich schnell zu einer Sauna. Also, jetzt haben wir uns den Mähdrescher von innen und von außen angeschaut. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben und dass soweit alles erklärt wurde und die meisten Fragen geklärt sind. Eine Frage bleibt noch. Wann gibt es eine neue Aufstiegsleiter? Aber da haben wir schon was in der Hinterhand. Die werden wir vielleicht mal verschönern oder ersetzen, weil da beim Vorbesitzer ein kleines Malheur passiert ist. Aber ich glaube schon im ersten Jahr, als sie den Mähdrescher gekriegt haben. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich weiterhin schön abonnieren, kommentieren. Folgt Dominik auf Snapchat. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns treu bleibt. Und wir hoffen natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen vielleicht an, die wir beim Gerstendreschen gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder in der Weizen- und Ridikale-Ernte. Und dann können wir aber live uns mal den Mähdrescher beim Dreschen anschauen. Bis dann. Swimming in the ocean, don't know which one it was. I was diving to the bottom, searching for your love. I heard I was a treasure,
no one has ever seen. You hide inside a locket, buried in the sand beneath. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay tonight, stay tonight. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay tonight, stay tonight, yeah, stay tonight. You come while I'm away. You stay tonight. Stay tonight. Thank you.